Aber nun, Tagesordnungspunkt 11. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Neufassung der Hessischen Bauordnung und zur Änderung landesplanungs- und straßenrechtlicher Vorschriften, Drucksache 19/5379. Und ich erteile zur Einbringung Herrn Al-Wazir, Herrn Staatsminister Al-Wazir, das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir sind bei der Bauordnung. Ja? Gut, vielen Dank. Der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf novelliert die Hessische Bauordnung und sieht entsprechende Änderungen in Planungsgesetz und Straßengesetz vor. Zur Bauordnung will ich anführen, dass die Wohnungssituation gerade in den Städten und gerade im Rhein-Main-Gebiet seit Jahren angespannt ist. Und deshalb hat die Landesregierung in der Verantwortung der Kollegin Hinz die Fördermittel für den Wohnungsbau massiv aufgestockt, um es genau zu sagen, vervierfacht. Und deshalb machen wir mit dem Gesetzentwurf zur Änderung der Bauordnung das Bauen in Hessen schneller und einfacher. Es soll einfacher werden, ein Bauprojekt in Angriff zu nehmen. Es soll einfacher werden, Gebäude aufzustocken und zu erweitern und damit zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Und zentral ist aus meiner Sicht, dass wir in Hessen erstmals die Einführung ganzheitlicher elektronischer Verfahren ermöglichen. Wir stärken die Barrierefreiheit und den Radverkehr und reagieren damit auf aktuelle Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Zu den einzelnen Punkten. Das elektronische Verfahren ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Bauordnung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir ebnen erstmals in Hessen den Weg in die ganzheitliche Digitalisierung. Künftig wird es den Baugenehmigungsbehörden in Hessen möglich sein, elektronische Verfahren von der Antragstellung bis hin zur endgültigen Entscheidung anbieten zu können. Und wir wollen natürlich auch durch nachfolgende Änderungen von Form- und Verfahrensvorschriften die bisher bestehenden Hürden für die Einführung elektronischer Verfahren so weit wie möglich beseitigen. Ich füge hinzu, das muss dann natürlich auch vor Ort umgesetzt werden. Und natürlich werden wir die Bauämter vor Ort bei dieser Frage begleiten. Zweiter Punkt, Barrierefreiheit. Zu einer nachhaltigen Wohnungsbaupolitik gehört auch Barrierefreiheit, denn unsere Gesellschaft wird immer älter, und die Folge davon sind häufig Einschränkungen in der Mobilität. Wir haben die Barrierefreiheit an vielen Stellen in der Bauordnung gestärkt. So sieht der Entwurf für Gebäude mit mehr als zwei Wohnungen vor, dass eine bestimmte Anzahl der Wohnungen barrierefrei erreichbar und zugänglich ist. Damit wird nun ausdrücklich klargestellt, dass die Anforderung barrierefrei auch den Wohnungseingang erfasst. Darüber hinaus sollen nunmehr bestimmte Räume in diesen Wohnungen so herzustellen und vorzubereiten sein, dass eine barrierefreie Nutzung leicht möglich ist. Und gleichzeitig, um zu vermeiden, dass geringgeschossige Einzelobjekte im Verhältnis zu vielgeschossigem Wohnungsbau mehr belastet werden, ersetzen wir die bisherige Berechnungsmethode für Barrierefreiheit durch eine prozentuale Regelung. Das Errichten von Aufzügen in bestehenden Gebäuden, weil der Großteil aller Gebäude ist gebaut, es sind bestehende Gebäude, wird zugunsten der Barrierefreiheit erleichtert. In Zukunft soll auch bei bestehenden Gebäuden in der Abstandsfläche der Aufzug errichtet werden können. Denn, das darf man nie vergessen, die barrierefreie Umrüstung der eigenen vier Wände ermöglicht in vielen Fällen erst, dass ältere Menschen oder Menschen, die nach einem Unfall oder einem anderen Vorfall auf Barrierefreiheit angewiesen sind, in ihrer vertrauten Umgebung verbleiben können. Wir wollen das Bauen leichter und schneller machen. Das gelingt uns auf zwei Wegen, erstens durch Vereinfachung des Rechts und zweitens durch Übernahme von Regelungen aus der Musterbauordnung. Damit kommen wir einer Forderung nach, die uns in vielerlei Hinsicht aus der Praxis erreichte, und stärken so auch die Rechtseinheitlichkeit des Bauordnungsrechts. Gleichzeitig werden die Aspekte Sicherheit und Nachhaltigkeit nicht vernachlässigt. Ich kann nicht auf alles eingehen, aber ich will ein paar Punkte besonders hervorheben.
Die jüngsten Ereignisse zeigen, wie lebenswichtig das Thema Brandschutz ist und wie schnell Forderungen nach Deregulierung umspringen in Forderungen nach einer Verschärfung von Vorschriften. Natürlich muss beim Thema Brandschutzsicherheit an erster Stelle stehen. Und es ist aber auch nötig, dass wir sichere und einheitliche Standards bei den Brandschutzvorschriften brauchen. Und wir übernehmen die Vorschriften aus der Musterbauordnung und gewährleisten damit genau dieses. Gleichzeitig ist die Übernahme der Brandschutzanforderungen der Musterbauordnung die Basis für die Umsetzung der Musterverwaltungsvorschrift technischer Baubestimmungen und der technischen Holzbaurichtlinie. Das hört sich sehr technisch an, ist es auch, aber es kommt unserem Ziel am Ende näher, dass wir Holz vermehrt als Baustoff einsetzen können, weil das ist aus guten Gründen eine gute Idee, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir gehen noch an einem anderen Punkt das Thema Wohnraumschaffung an. So wird beispielsweise die Umnutzung von Büroräumen in Wohnraum gefördert, indem die Rückkehr zu genehmigter Büroraumnutzung innerhalb von 10 Jahren erleichtert wird. Wir wollen die bestehenden Hemmungen zur Wohnraumnutzung beseitigen. Und gerade wenn ich mir die Stadt Frankfurt anschaue und wie viele leerstehende, veraltete Bürogebäude es dort gibt, glaube ich schon, dass wir da ein durchaus Potenzial haben zur schnellen Schaffung von zusätzlichem Wohnraum. Wir erweitern den Katalog der baugenehmigungsfreien Vorhaben. Erstens, um Ladestationen zur Elektromobilität innerhalb und außerhalb von Gebäuden, die werden ausdrücklich in den Katalog der baugenehmigungsfreien Bauvorhaben aufgenommen. Wir haben uns übrigens in Reaktion auch auf Einwände der Landwirtschaft, damit Sie einmal sehen, um was wir uns alles gekümmert haben. Übrigens an dieser Stelle vielen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium und an alle Verbände, die sich auch im Vorfeld schon bei Erstellung des Entwurfs und bei der Regierungsanhörung beteiligt haben. Wir haben uns dazu entschieden, beispielsweise sogenannte mobile Hühnerställe als neuen Freistellungstatbestand aufzunehmen. Wir wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Radverkehr stärken. Deshalb haben wir die Bedingungen für den Radverkehr verbessert. Alle baulichen Anlagen müssen künftig eine bestimmte Anzahl von Abstellplätzen für Fahrräder haben, sofern die Kommunen in ihrer Satzung nichts anderes regeln. Außerdem gilt die Pflicht zur Schaffung der Abstellplätze nach dem Entwurf für alle Gebäudearten. Gleichzeitig ermöglichen wir aber auch, dass bis zu einem Viertel der Stellplätze, die für Autos vorgeschrieben sind, durch Abstellplätze für Fahrräder ersetzt werden können. Dadurch stehen künftig mehr Abstellplätze für Fahrräder zur Verfügung. Ich bin übrigens auch sicher, dass das auch dazu führen kann, dass das Bauen zumindest günstiger wird, weil die Autostellplätze sind ein wesentlicher Teil der Gesamtbaukosten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Minister, ich erinnere an die Redezeit. Ich bin gleich am Schluss der Rede, Herr Präsident. Ich will noch zwei Sachen ansprechen. Wir setzen zwei europarechtliche Themen noch um, nämlich die Bauprodukte. Auch dort orientieren wir uns an der Musterbauordnung. Das ist vor allem für diejenigen wichtig, die in dem Alltag des Bauens unterwegs sind. Und ganz, ganz wichtig, große Bedeutung, kontrovers diskutiert, war die Umsetzung der Seveso III-Richtlinie in die Hessische Bauordnung. Wir glauben, dass wir dort einen Weg gefunden haben, um einerseits das europäische Recht umzusetzen, andererseits dafür zu sorgen, dass natürlich schwere Unfälle verhütet werden, aber drittens nicht dafür zu sorgen, dass im Umfeld sozusagen der sofortige Stillstand eintritt, weil das ist auch nicht in unserem Interesse. Unterm Strich, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben die Positionen aus dem Koalitionsvertrag und die Anregungen aus der Praxis aus meiner Sicht ausgewogen umgesetzt. Wir sind dabei, mit diesem Gesetzentwurf einen bedeutsamen Beitrag dazu zu leisten, dass Bauvorhaben künftig schneller und einfacher realisiert werden, dass mehr Wohnraum geschaffen wird, ohne wichtige Aspekte wie Radverkehr oder Barrierefreiheit zu verdrängen.
und ich bin überzeugt davon, dass wir bei den Regelungen zum elektronischen Verfahren eine der Vorreiterrollen in Deutschland übernehmen, und appelliere an dieser Stelle schon jetzt an die kommunale Familie, diese Spielräume auch zu nutzen. Es wird garantiert eine umfängliche Anhörung im Ausschuss geben. Und an dieser Stelle meine ich das sehr ernst. Ich freue mich darauf. Vielen Dank. Danke, Herr Minister, für die Einbringung. Ich eröffne die Aussprache. Die vereinbarte Redezeit sind 7,5 Minuten. Als Erstes hat sich Frau Barth für die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit der Novelle der Hessischen Bauordnung soll Bauen einfacher, schneller und kostengünstiger werden. Entrümpelt sollte sie werden. Das waren und sind auch heute wieder Ihre Ankündigungen gewesen, und entsprechend hoch sind natürlich jetzt auch unsere Erwartungen. Die angekündigte Entrümpelung hat in dem uns nun vorliegenden Entwurf allerdings dazu geführt, dass aus bisher 82 Paragraphen auf 57 Seiten jetzt 93 Paragraphen auf etwa 67 Seiten geworden sind, also 11 Paragraphen mehr. Rein quantitativ, Herr Minister, haben Sie dieses Ziel schon einmal nicht erreicht. Im Einzelnen mag es Gründe geben, generell ist aber schon das eine kleine Enttäuschung. Wie es qualitativ umgesetzt ist, werden wir in der Anhörung und auch im weiteren Prozess sehen. Wichtig ist, dass alles, was wir jetzt neu regeln, nicht zu weiteren Kostensteigerungen beim Bau führt. Jede Änderung von technischen Baubestimmungen – aktuell gibt es allein 120 DIN- und EN-Normen für den Baubereich, und auch die Regelungen der NF machen Bauen immer teurer. Unabhängig von den Grundstückskosten halten Fachleute eine Erstellungskostensenkung von bis zu 15% für möglich. Positiv bewerten wir schon jetzt, dass Sie sich in vielen Teilen mehr an die Musterbauordnung angelehnt haben. Das ist wichtig, dass Bauvorhaben nicht in jedem Bundesland anders geregelt sind. Hier muss mehr harmonisiert werden, auch z.B. um serielles Bauen zu erleichtern. Auch die Möglichkeit, Büro in Wohnraum umzuwandeln und wieder zurück, wenn es benötigt wird, ist positiv zu bewerten, auch wenn viele Bürogebäude vermutlich eher aus Gründen der Immobilienspekulation in Frankfurt leer stehen. Aber ein Versuch ist es immerhin wert. Und auch die Errichtung von Gebäuden in Holzbauweise begrüßen wir. Sie werden aber sicherlich auch nicht der landesweite Renner und nur punktuell den Wohnungsnotstand abmelden. Wenn man mit den Fachverbänden spricht, meine Damen und Herren, sind es immer dieselben Themen, die bewegen. Zu starre Auflagen, was die Nachverdichtung im Bestand erschwert. Man kann zwar geringere Grenzabstände und Gestaltungssatzungen und Abstandsflächensatzungen auf kommunaler Ebene regeln, das wird aber sehr selten gemacht. Hier sollte man besser mit der Bauordnung schon entsprechende Lockerungen ermöglichen und damit auch historische Strukturen in Ortskernen stärken. Zweites heißes Thema sind die Stellplatzsatzungen, ein enormer Kostentreiber beim Bauen. Ob und wie Kommunen Stellplatzsatzungen erlassen, ist individuell unterschiedlich und hängt davon ab, wie gut mit dem ÖPNV erschlossen, wie urban eine Kommune ist. Und es hängt auch von der Bevölkerungsstruktur und dem Mobilitätsverhalten der Bürger ab. Brauchen wir daher eigentlich in der HBO so ausführliche Vorgaben, wenn selbst Großstädte wie Hamburg schon ganz auf Stellplatzsatzungen verzichten? Wir meinen nicht. Auch wenn wir es natürlich begrüßen, dass Sie explizit für Dachaufstockungen den Stellplatzverzicht regeln wollen, natürlich erleichtert das die Nachverdichtung. Oder dass nun Kfz-Stellplätze durch Fahrradabstellplätze ersetzt werden können, für die GRÜNEN wohl ein Quantensprung für den Radverkehr, wie man dem von Ihnen vorgeschalteten Werbeblock für die HBO-Novelle entnehmen kann. Der Amtsschimmel wiehert hier leider allerdings wieder besonders laut. Für einen Autostellplatz sind 4
Fahrradstellplätze zu schaffen. Jetzt frage ich, hat derjenige, der kein eigenes Auto hat, dann wirklich 4 Fahrräder? Solche Regelungen, aber es sind ja zum Glück nur Kann-Bestimmungen, das kennen wir auch aus anderen Gesetzen, gehören dann doch eher nach Absurdistan. Hier wäre weniger dann wirklich besser gewesen. Vor allem aber die Dauer vom Baugenehmigungsverfahren treibt viele Bauherren um. Und da Zeit Geld ist, macht das Bauen und teurer. Als man seinerzeit die 3-Monats-Frist für Genehmigungsverfahren nach § 57, also vereinfachte Baugenehmigungsverfahren, eingeführt hat, hat dies wirklich erstmals zu einer schnelleren Bearbeitung geführt. Jetzt aber für Sonderbauten hingegen gibt es nach wie vor keine Fristen, auch in der neuen HBO. Das ist verständlich, wenn es um große Bauvorhaben wie z. B. Krankenhäuser oder auch Flughäfen geht. Allerdings haben Sie zum einen nicht die Gunst der Stunde genutzt, um die nach wie vor überlange Liste der sogenannten Sonderbauten zu entrümpeln und auf einige wenige wirklich außergewöhnliche Gebäude zu beschränken. Die meisten sind eigentlich nur normale Funktionsgebäude. Und dann hätten Sie, abgesehen für die echten Sonderbauten, auch die 3-monatige Bearbeitungsfrist oder wenigstens überhaupt eine Bearbeitungsfrist einführen sollen. Das, meine Damen und Herren, hätte Bauen wirklich beschleunigt. So banal wie es klingt, das gilt im Übrigen auch und vor allem für die Vollständigkeitsprüfung der Antragsunterlagen. Unterhalten Sie sich einmal mit Architekten. Überraschend häufig werden erst spät oder gar kurz vor Ende der 3-Monats-Frist Unterlagen nachgefordert, was automatisch zu einer Fristverlängerung führt. Auch hier fehlt ganz dringend eine Regelung. Sonst führt auch die durchaus sinnvolle Einführung des elektronischen Bauverfahrens, was Sie eben als Meilenstein bezeichnet haben, zu keiner weiteren Beschleunigung. Barrierefreiheit ist ein wirklich schwieriges Thema, da hier verschiedene Interessen aufeinanderprallen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat hier z.B. ganz andere Vorstellungen als z.B. Architektenverbände. Was dem einen zu wenig ist, dem anderen zu viel. Grundsätzlich müssen wir in jedem Fall mehr barrierefreien Wohnraum schaffen. Das gibt im Übrigen auch schon die UN-Behindertenrechtskonvention vor. Auf der anderen Seite dürfen Regelungen auch nicht unlogisch und starr sein. Wir sind gespannt auf die weiteren Beratungen zu der Novelle und hoffen, dass es uns gelingt, einen echten Fortschritt und nicht nur Fortschrittchen zu erzielen. Denn das können wir uns bei dem derzeitigen Mangel an bezahlbarem Wohnraum nicht leisten. In Ihrem Entwurf haben Sie zwar einige, aber leider bei Weitem nicht alle Chancen, die die Novelle der HBO geboten hätte, genutzt. Vielen Dank. Danke, Frau Barth. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Lenders gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Liebe Frau Barth, wollen wir doch einfach fair bleiben, was die Bauordnung in Hessen anbelangt? Da haben jetzt, glaube ich, mittlerweile sehr viele ihren Anteil dran. Nennen wir das mal so. Das sind sozialdemokratische Minister, Minister der FDP, Minister der CDU, jetzt auch ein Minister der GRÜNEN. Und meine Damen und Herren, liebe Frau Barth, nur weil mehr Punkte in ein Gesetz hineinkommen, also das rein quantitativ quasi zu betrachten, heißt noch lange nicht, dass das nicht auch irgendwo eine Entrümpelung ist. Ich sage, so fair sollte man miteinander umgehen. Die hessische Bauordnung ist sehr komplex, und sie ist sehr komplex gemacht worden. Ich glaube, wenn wir das als Freie Demokraten noch einmal neu machen dürften, dann gäbe es bei uns eine Bauordnung, die bundesweit einheitlich gilt. Wir haben einen Anhaltspunkt, das ist die Musterbauordnung des Bundes. Und es gibt zumindest hier ein paar Punkte, wo man sagen kann, jetzt hat sich die Landesregierung hier an der Musterbauordnung orientiert. Das ist der Brandschutz bei Holzbauten. Meine Damen und Herren, das ist nicht schlecht, aber aus unserer Sicht noch ein Stück zu wenig. Jetzt hättet ihr klatschen dürfen. Meine Damen und Herren,
das elektronische Bauverfahren frei zu machen. Meine Damen und Herren, das elektronische Bauverfahren freizumachen, das ist eine Grundvoraussetzung, um die Chancen der Digitalisierung im Bausektor wirklich nutzen zu können. Nur wenn die Bauaufsicht auch die digitalen Planungen akzeptiert und bearbeiten kann, dann kann die Digitalisierung auch im Bausektor greifen. Es geht also nicht darum, Papier überflüssig zu machen, um es bequemer zu haben. Das ist nur ein Nebeneffekt, meine Damen und Herren. Wenn die gesamte Prozesskette, angefangen von der Grundlagenermittlung und Vorplanung bis zur Vergabe, Bauausführung und Baustellenorganisation mit digitalen Instrumenten erfolgen soll, dann ist es zwingend notwendig, dass auch die Genehmigungsplanung als Teil der Kette digital erfolgen kann. Die Digitalisierung beim Bauen hat großes Potenzial, das Bauen effektiver, schneller und günstiger zu machen. Meine Damen und Herren, 3D als Planungsinstrument, da lassen sich architektonische Aspekte und richtige Raumgestaltung viel besser darstellen und umsetzen. Digitale Planungstools führen zu einer besseren Kostenübersicht, auch im Hinblick auf Betriebskosten und Unterhalt. Meine Damen und Herren, so können Daten zu Lebenszyklen und dergleichen mit einberechnet werden. Digitale Bauplanung macht individuelle Lösungen leichter. Ich glaube, es ist ein gutes Beispiel dafür, dass man die digitale Welt dann ein Stückchen uns näher bringt. Von daher ist das durchaus etwas, was wir zur Kenntnis genommen haben, was wir auch richtig finden. Ich glaube, wenn man sich alleine mal den Flughafen BER in Berlin anschaut, meine Damen und Herren, hier wohnen Millionenbeträge für Rolltreppen eingebaut und geliefert, die am Ende 20 cm zu kurz waren. Meine Damen und Herren, so etwas hätte es wahrscheinlich mit einer digitalen Planungshilfe, mit digitalen Planungsinstrumenten nicht gegeben. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man weiterkommen kann. Meine Damen und Herren, ich habe das eben gesagt, gerade was den Holzbau anbelangt, da haben wir andere Ansätze. Ich glaube, dass man auch einmal darüber nachdenken kann, Herr Staatsminister, ob das Bauen im Holz, in Holz nicht auch in anderen Geschosshöhen möglich ist. Berlin macht das dann an anderer Stelle jetzt einmal vorbildlich vor. Wir könnten über 5 oder 6 Etagen nachdenken. Und, meine Damen und Herren, jetzt bitte denken Sie, wenn Holzbauten sind jetzt keine Blockhäuser. Moderner Holzbau sieht ganz anders aus. Und es hat auch den Charme, dass Holz ein sehr heimisches Produkt ist, dass wir sozusagen den Baustoff direkt vor der Haustür haben. Ich glaube auch, dass wir gerade was die Innenstadtverdichtungen anbelangt, über Holz viel mehr nachdenken sollten. Es wundert mich ein bisschen, dass ausgerechnet ein grüner Minister da nicht stärker und mutiger vorangegangen ist. Weil wenn wir CO2 binden wollen, dann geht das vor allen Dingen mit Holz, dann aber auch nur, wenn man es nachhaltig z.B. beim Bauen auch einsetzt. Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat allerdings aus unserer Sicht auch versäumt, die drängenden Probleme, was den Wohnungsmarkt anbelangt, ein Stück weit mit der hessischen Bauordnung auch anzugehen. Über 500.000 Wohnungen fehlen, und in jedem Jahr brauchen wir 37.000 neue Wohnungen. Trotzdem geht die Zahl der Baugenehmigungen von neuen Wohnungen in diesem Jahr zurück. Jetzt könnte man sagen, also, Herr Al-Wazir, Sie haben jetzt versucht, die Scheune brennt lichterloh, und Sie verwenden einen Gartenschlauch, um versuchen, hier den Brand zu löschen. Meine Damen und Herren, das wird nicht reichen mit dem, was Sie hier in der Bauordnung an Bürokratieabbau versucht haben umzusetzen. Ich sage Ihnen einmal, wenn wir schon beim Brennen sind,
Was ist denn z. B. mit den Brandschutzsachverständigen? Wäre es nicht klug gewesen, auch den Brandschutzsachverständigen mehr Spielräume zu geben? Die Lösung, die wir hier alleine in Hessen zu fahren, glaube ich, das reicht alleine nicht aus. Wir werden hier entsprechend Alternativen von unserer Seite aus in die Beratungen mit einbringen. Dass Sie die Ladesäulen für Elektroautos jetzt baugenehmigungsfrei machen, ja, kann man machen. Ich glaube, dass wir vor allen Dingen in den Bereichen, wo es auch grünen Vorstellungen sehr entspricht, da haben Sie Bürokratie abgebaut. Aber in vielen anderen Bereichen, wo das Abstandsregelungen und dergleichen anbelangt, da sind Sie zu kurz gesprungen. Ich glaube, dass Sie hier deutlich hätten mutiger voranschreiten können. Meine Damen und Herren, nicht zuletzt ist auch das genehmigungsfreie Bauen, z.B. beim seriellen Bauen, etwas gewesen, wo wir wirklich schneller hätten vorankommen können, was Neubauten anbelangt. Meine Damen und Herren, wir freuen uns auf die Beratung. Wir wissen, es ist ein sehr komplexes Thema. In Bausch und Bogen würden wir es nicht ablehnen, aber wir freuen uns auf die Beratung. Vielen Dank. Danke, Herr Lenders. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich ihre Vorsitzende Frau Wissler zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, es ist schon erwähnt worden, in Frankfurt, aber auch in anderen Städten haben wir einen eklatanten Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Das ist ein Problem in Form von steigenden Mieten, in Form von Verdrängung aus den Innenstädten. Und dem muss dringend Abhilfe geschaffen werden. Deswegen brauchen wir dringend Bauprogramme und vor allem mehr bezahlbaren Wohnraum, meine Damen und Herren. Und hier kann natürlich die Bauordnung nur in einem sehr begrenzten Rahmen Abhilfe schaffen. Wichtiger ist, dass frei werdende und das freistehende Flächen endlich sinnvoll genutzt werden, dass wir nicht das nächste Bürohochhaus irgendwo auf einer Baustelle in Frankfurt bauen, sondern dass man endlich diese Flächen dann auch nutzt, um beispielsweise für den sozialen Wohnungsbau auch Flächen zu schaffen. Das vorneweg, das sind alles Fragen, die die Bauordnung nur sehr begrenzt regeln kann. Aber natürlich ist es wichtig, da das der Kontext natürlich ist, über den wir hier reden. Deswegen ganz speziell zur HBO einige Punkte anzumerken. Als Erstes, dass die Definition von Barrierefreiheit angeglichen wird, das ist zu begrüßen. Damit ist hoffentlich klar, dass einheitliche Standards gelten und Barrierefreiheit nicht nur bedeutet, dass da irgendwo mal eine Rampe ist, sondern dass man in seiner Wohnung auch selbstbestimmt leben kann. Und dazu gehört eben nicht nur die barrierefreie Erreichbarkeit der Wohnung, sondern beispielsweise auch eine ebenerdige Dusche. Alles das gehört dazu, um echte Barrierefreiheit auch durchzusetzen. Wir halten es auch für richtig und gut, dass die Umwidmung von Büroraum zu Wohnraum entkompliziert wird. Beim einen haben wir z.B. in Frankfurt einen enormen Leerstand, beim anderen einen großen Mangel. Aber da bleibt natürlich die Herausforderung, dass das Leben in bisherigen Gewerbegebieten auch lebenswert und gut angebunden ist. Auch dieser müssen wir uns stellen. Das machen wir nicht über das Baurecht. Aber das ist schon anzumerken, wenn man über den sehr sinnvollen Vorschlag redet, dass man endlich auch Gewerbeimmobilien, endlich auch Gewerberaum, Büroräume nutzt, um Wohnraum zu schaffen. Das Wichtigste ist aber, dass wir aufhören, auch weiter Bürotürme zu bauen, weil, wie richtig festgestellt wurde, es steht eine ganze Menge leer. Also ist es sinnvoll, die Flächen anders zu nutzen. Auch, dass die Stellplatzpflicht bei Autos und hier die Vorschriften gelockert werden, das senkt die Kosten bei der Schaffung von Wohnraum und kann ein wichtiges verkehrspolitisches Signal sein. In den Großstädten werden Autos weniger wichtig, und das ist auch gut so, weil wer einen Stellplatz hat, stellt sehr wahrscheinlich oder zumindest wahrscheinlich auch ein Auto drauf.
Ich will aber schon auch darauf hinweisen, was ja auch Thema bei der letzten HBO-Novelle war, dass es schon sein kann, dass wir über Einnahmeausfälle auch der Kommunen durch die Stellplatzablöse reden. Und ich finde, da geht das nicht wie beim letzten Mal, wo man einfach bei der Stellplatzablöse etwas in der HBO verändert hat und die Kommunen dann auf den Einnahmeausfällen, wenn es denn in ihren Stellplatzsatzungen geregelt war, auf den Einnahmeausfällen einfach sitzen blieben. Das haben ja auch damals die Kommunen sehr kritisiert. Richtig halten wir es auch, dass es eine ausgeweitete Stellplatzpflicht für Fahrräder gibt. Auch das geht sicher in die richtige Richtung. Ärgerlich hingegen, Herr Minister, finde ich, dass Schwarz-Grün keine Anstalten macht, die wirklich schlechten Änderungen, die Verschlechterungen unter dem FDP-Minister Posch wieder zu korrigieren. Und da gab es einige. Ich will nur nennen den damaligen § 81. Damals, vor 7 Jahren, wurde den Gemeinden die Möglichkeit genommen, Bauvorschriften zum Zwecke, zum Beispiel des Klimaschutzes, zu erlassen. Die Marburger Solarsatzung war damals das Stichwort und das anschaulichste Beispiel dafür. Die hat ja vorgesehen, dass jeder Bauherr verpflichtet wird, bei Neubau, Umbau oder Ausbau des Daches eine Solaranlage zu installieren. Die FDP hat damals grüne Ideologie gewittert und die Freiheit in Gefahr gesehen und Ähnliches und hat dann dem über die damalige HBO-Novelle die Grundlage entzogen. Das ist damals sehr stark auch in der Anhörung von den Kommunen kritisiert worden. Das ist auch damals sehr stark von den GRÜNEN kritisiert worden. Ich glaube, von der Kollegin Hammann hat das damals die Rede hier gehalten. Und deswegen finde ich es schade, dass die GRÜNEN an diesen Punkt nicht mehr rangegangen sind und gesagt haben, eigentlich möchten wir das wiederbeleben. Ich glaube nicht, dass das Solarkataster da ein Ersatz dafür ist. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass die GRÜNEN an der Stelle das verändert haben. Vielleicht bringen wir ja ihren Gesetzesänderungsantrag, ihren Änderungsantrag aus dem Jahr 2010 wieder ein. Dann ist der Gedanke wenigstens aufrechterhalten. So, dann finde ich noch einmal zu der Frage auch Erleichterung des Bauens. Ich glaube, wir haben es hier natürlich auch mit einer Abwägung zu tun, weil wir auf der einen Seite Bauen erleichtern müssen und auch Verfahren natürlich beschleunigen müssen, damit wir endlich mehr bezahlbaren Wohnraum haben. Auf der anderen Seite darf das aber natürlich nicht auf Kosten des Brandschutzes gehen und auch nicht auf Kosten der Barrierefreiheit und auch nicht der Nachhaltigkeit. Und deswegen geht es mir jetzt weniger um die Anzahl der Paragraphen, die man jetzt irgendwie zählen kann oder nicht. Ich finde, das ist schon noch einmal ein wichtiger Hinweis, dass unter dem Stichwort der sogenannten Entbürokratisierung in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja nicht nur sinnloses Zeugs abgeschafft wurde, sondern auch viele Regelungen im Zuge dieser sogenannten Entbürokratisierung weggefallen sind, die sehr wohl ihren Sinn hatten. Und wenn wir jetzt über Brandschutz reden, und die Debatte hatten wir ja seit dem Brand in London, aber auch bei deutschen Hochhäusern, finde ich schon wichtig, dass man sehr genau hinguckt, was kann man wirklich entbürokratisieren, weil es Vorschriften sind, die eigentlich keiner braucht. Und wo sind es eben sehr nützliche und sehr wichtige und sehr sinnvolle Dinge? Klar, wenn man barrierefrei baut und wenn man Brandschutz, hohe Brandschutzauflagen hat und wenn man nachhaltig baut, dann ist klar, dann wird es eben teurer. Aber ich finde, an der Stelle, diese Punkte dürfen eben einer sogenannten Entbürokratisierung auch nicht zum Opfer fallen. Und deshalb, glaube ich, muss man genau hinsehen. Ich glaube, gerade bei der Bauordnung stecken die Tücken ja auch ein Stück weit im Detail und können sehr am besten von den Menschen beurteilt werden, die tagtäglich mit dem Bauen auch zu tun haben, und von den Kommunen. Und deswegen bin ich gespannt, was wir in der Anhörung hören von den Sachverständigen, von den Kommunen. Und in diesem Sinne warten wir die Anhörung ab. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung ist das Herr Kollege Caspar für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landesregierung hat einen Gesetzentwurf eingebracht, die Novellierung der Hessischen Bauordnung. Wir können erfreut feststellen, dass es ein wichtiger und guter Beitrag dazu ist, das Bauen in Hessen effizienter zu machen, schneller zu machen, zu entbürokratisieren und deswegen ein wichtiger Beitrag, um z.B. auch günstigeren Wohnraum in Zukunft in Hessen zu schaffen. Meine Damen und Herren, wir können das an mehreren Punkten erkennen.
Ich darf erwähnen den Punkt, dass in Zukunft die Bauantragsverfahren in elektronischer Form gemacht werden können. Wer heute einen Bauantrag stellt und als Bauantragsteller auf den Papieren und Unterlagen 40, 50 Unterschriften leisten muss, auf jedem einzelnen Plan, auf jedem Blatt, der weiß, was alleine das für eine Entlastung bedeutet. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel. Meldungen gegenüber dem Katasteramt werden nach der neuen Bauordnung halbiert. Also auch hier 50% Bürokratieeinsparnis im Vergleich zu dem, was wir bisher dort hatten. Aber es gibt auch andere Punkte, die erfreulich sind, beispielsweise, dass Probleme beseitigt worden sind, die bisher Eigentümer von Büroimmobilien davon abgehalten haben, zumindest temporär ihre leerstehenden Gebäude für eine Wohnungsnutzung zur Verfügung zu stellen, weil es eben da das Problem gab, dass der, der das Gebäude umgewandelt hat für eine Wohnungsnutzung, wenn er dann in späteren Jahren es wieder einmal hätte rückumwandeln wollen, gewusst hätte, dass das sehr schwierig werden würde, weil dann eben aktuelle Bestimmungen gelten würden, beispielsweise erhöhte Stellplatzanforderungen und Ähnliches, die er auf seinem Grundstück gar nicht darstellen kann. Und hier haben wir jetzt die Regelung, dass derjenige, der temporär sein Bürogebäude z.B. zur Unterbringung für Studierende oder auch für Flüchtlinge öffnen will, dass er dies machen kann, aber dann das alte Recht, dass er es weiterhin als Bürogebäude nutzen kann, nicht untergeht, nicht verloren geht, sondern sozusagen weiter Bestand hat. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und an der Stelle muss ich mal sagen zum Kollegen Jürgen Lenders, er hat ja hier vorgeschlagen, wir sollten das alles möglichst bundeseinheitlich machen, die Bauordnung. Das mag bestimmte Vorteile haben, wenn es darum geht, eine gleiche Bauserie bundesweit auszurollen. Da aber die Grundstücke ja immer sehr individuell sind, die Frage der Anbindung und Ähnliches, ist also diese industrielle einheitliche Fertigung sowieso im Bauen schwer. Aber das Problem ist, dass gerade durch die föderalen Strukturen, die wir hier in Deutschland haben, eben die Möglichkeit besteht, dass bestimmte Bundesländer Vorreiter sind mit Dingen, die eben noch lange nicht den Konsens aller Bundesländer gefunden haben. So wie wir das jetzt machen mit der Umstellung auf die elektronische Antragstellung, wo wir Vorreiter bundesweit sind, oder auch bei dem eben geschilderten Vorgang, nämlich dass das alte Baurecht nicht untergeht, wenn ein neues Baurecht bei einem Gebäude verwirklicht wird, sondern wieder aufleben kann. Das sind Dinge, die konnten wir jetzt hier umsetzen, die können wir gestalten. Und deswegen macht es durchaus Sinn, dass wir eben nicht einheitlich alles so machen, wie es in der Musterbauordnung steht. Richtig ist aber auch, dass wir z.B. das Bauen mit Holz erheblich vereinfacht haben. Hier gibt es übrigens hinsichtlich der Höhen auch keine Grenzen, weil auch wenn es ein Sonderbau aufgrund der Höhe werden sollte, ist gleichwohl möglich, Holz als Werkstoff einzusetzen. Auch das ist eine Öffnung, die gegeben ist und die ein Beitrag dazu ist, kostengünstiger, aber auch klimafreundlicher bauen zu können. Auch eine Innovation, die hier durchgeführt worden ist, die, glaube ich, für uns wichtig ist. Kollegin Barth hat kritisiert, wenn man vereinfachen wolle, dann dürfen es doch nicht mehr Paragraphen sein. Ein paar der Dinge, die ich hier eben beschrieben habe, die mussten halt neu und speziell geregelt werden und sind dadurch eine Verlängerung der Hessischen Bauordnung. Aber wenn Sie sagen, man sollte das alles kürzer und einfacher machen, Sie sind ja jetzt schon ein paar Jahre hier im Parlament, und bisher habe ich von Ihnen noch keinen Antrag gesehen, die Hessische Bauordnung zu vereinfachen oder bestimmte Paragraphen zu also, Frau Wissler, Sie sind ja lange genug im Parlament, um zu wissen, dass jede Partei, jede Fraktion hier einen Antrag stellen kann und Gesetzentwürfe einbringen kann. Wenn Sie das nicht wissen würden, das wäre ja besser für uns, dann wäre uns viel erspart geblieben. Aber Sie haben ja nun wirklich viele beantragt. Also, Frau Barth, insoweit, wenn Sie sagen, das ist alles viel zu kompliziert und viel zu viel,
dann bitte haben Sie die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen. Und teilen Sie uns noch einmal bitte mit, welche Paragraphen in der HBO sollen gestrichen werden. Sie haben das bisher nicht gemacht. Jetzt ist das Thema erneut aufgerufen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, in den Ausschüssen einzubringen, bitte streicht die und die und die Paragraphen. Da bin ich mal sehr gespannt, was Sie für ein Modell vorlegen, wie lange dann die hessische Bauordnung aussehen würde. Ich würde das sehr begrüßen, wenn es viele Punkte gäbe, wo Sie sagen würden, zu Recht ist das alles überflüssig, das können wir rauswerfen. Aber wie gesagt, da bin ich mal gespannt, was da wirklich von Ihrer Seite kommt. Wir werden natürlich sehr offen mit diesem Gesetzentwurf umgehen. Deswegen, auch wenn es schon Gespräche, Regierungsanhörung und Ähnliches mit den Verbänden gab, legen wir auch sehr viel Wert darauf, dass wir zusätzlichen Input bekommen durch die Verbände, durch die Institutionen, die tagtäglich mit dieser Bauordnung zu leben haben, und die Betroffenen. Wir freuen uns von daher auf eine intensive Diskussion im Ausschuss und auch auf die Beratung und haben auch die Absicht, dann gute Anregungen gern aufzunehmen. Insoweit sind alle gefordert, die hier gute Beiträge leisten wollen und können, dies auch jetzt einzubringen. Insoweit ein guter Tag für die Entwicklung der Bauordnung heute, aber eben noch nicht das Ende der Entwicklung. Wir sind gespannt auf das weitere Verfahren und würden uns freuen, wenn wir eine intensive Diskussion und Unterstützung in der Innovation und Fortentwicklung dieser Bauordnung bekämen. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Abg. Förster-Heldmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie sagte gestern Abend noch ein Kollege zu mir, das Pult ist schön, du wirst es genießen. Ich finde, er hat recht, es ist schön, und ich freue mich, hier zu sein. Die Novellierung der Hessischen Bauordnung ist eigentlich eine Novellierung, wo es darum geht, den Kommunen und speziell den Ballungsräumen Möglichkeiten zu geben der Innenentwicklung und des vereinfachten Umgehens mit alten Strukturen und auch neue Strukturen zu schaffen, ohne die bewährten Hürden dabei zu haben. Das finde ich grundsätzlich sehr gut. Und dabei geht es um digitale Baugenehmigung, Schaffung von Wohnraum, Barrierefreiheit und die Stellplatzsatzung. Und da zuallererst muss ich sagen, ich habe mich so gefreut über Ihre Äußerung, Frau Barth, weil die Diskussion bei mir zu Hause mit den Kolleginnen aus Ihrer Partei, gerade wenn es um Stellplätze geht, da könnte ich Ihnen Bände dazu erzählen. Deswegen freue ich mich darüber, dass Sie die Äußerung gemacht haben. Und die werde ich auch mitnehmen und werde sie auch bei uns verankern, weil ich bin mir sicher, die nächste Gelegenheit genau dazu wird es auch wieder geben. Und Herr Lenders, natürlich, seit heute weiß ich, dass Sie der Spezialist für Digitalisierung sind. Aber darum geht es eigentlich jetzt gar nicht, sondern es geht einfach darum, Digitalisierung zu ermöglichen und einfach einen Anfang zu schaffen und dann auch mit Ihrem Know-how diese Entwicklung in Gang zu bringen. Und wir wissen alle, dass solche Prozesse manchmal einen sehr viel schnelleren Fortlauf haben. Und ich bin mir sicher, dass dass ein voller Erfolg wird, und wir werden in unserer Modellstadt, digitale Stadt, ich nenne den Namen nicht, das hat mir meine Fraktion verboten, werden wir sicher die eine oder andere Idee dazu haben. Naja, aber wir haben ja alle die gleichen Probleme. Und wenn Sie sich die Siedlungen und Wohngebiete aus den 50er und 60er Jahren ansehen, dann sehen Sie ja auch, welche Probleme die Wohnungsbaugesellschaften haben mit den Sanierungen derselben. Und da greift doch das, was der Herr Minister hier vorgeschlagen hat,
wirklich wichtig in diese Strukturen rein. A, ich kann aufstocken, das heißt, ich schaffe zusätzlichen Wohnraum, das heißt, ich kann Einfluss nehmen auf die Bevölkerungsstruktur. Ich habe die Möglichkeit, das Haus oder die Gebäude barrierefrei erreichen zu können, indem ich Abstandsflächen nutze. Ich habe die Möglichkeit, ohne Probleme einen Aufzug von draußen anzusetzen, und ich habe wirklich gute Möglichkeiten der Nachverdichtung, weil auch da spielt die Stellplatzfrage eine Rolle. Und Frau Wissler, die Stellplatzfrage ist, wenn das diskutiert wird in den unterschiedlichsten Gremien, meistens gar nicht mehr eine Frage der Kosten, sondern es ist die Frage der Plätze, weil nämlich alles, was Sie für Auto bereitstellen, geht dem Wohnraum und der Verdichtung in bestimmten Gebieten, und darauf sind wir angewiesen. Gerade wenn wir auch in den Großstädten und in Ballungszentren neue Gebiete erschließen, kommt es auf diese Schlüssel genau drauf an. Und da bin ich ja sehr dankbar, dass da heute eine eindeutige Aussage dazu getroffen wurde. Naja, und mit der Flexibilität, das finde ich wichtig, dass Büroraum umgenutzt werden kann und möglicherweise auch wieder rückabgewickelt. Aber die Umnutzung, denke ich, auch wenn jetzt im Augenblick manche Immobilienverwalter nicht begeistert davon sind, wird sich ganz sicher einspielen, weil wir eine Veränderung auch haben in unserer Gesellschaft, was Arbeit betrifft. Und da müssen wir auch die Flexibilität haben, in unserem Immobilienbestand darauf reagieren zu können. Und das ist auch ein weiterer Punkt, den ich ganz wichtig finde, genauso wie ich auch den Brandschutz wichtig finde. Und dass wir die Holzbauweise jetzt weiter erweitern mit immerhin einer Höhe, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, von 13 Metern. Das ist doch eine ganze Menge. Und Herr Lenders, ich freue mich auch, dass Sie das Klima in dem Zusammenhang mit eingebracht haben, weil seit gestern Abend hatte ich den Eindruck, dass der FDP-Klima überhaupt nichts wert ist. Ich will jetzt einfach die Segnungen dieser Gesetzesnovelle nicht weiter aufzählen, weil ich finde, der Herr Minister hat es eigentlich ausreichend und gut gemacht. Ich freue mich auch auf die Einbringung und die Anhörung. Ich will nur noch eins sagen zum seriellen Wohnen, weil das heute auch zweimal gefallen ist. Ich habe mir dann doch die Mühe gemacht als Neuling, ich bin zwar neu hier, aber nicht unbedingt neu in der Branche, mal zu gucken, was sagt eigentlich die Architektenwelt zu seriellem Wohnen. Und da geht es natürlich auch noch einmal darum, was will ich denn eigentlich damit erreichen? Will ich das erreichen, was wir kennen aus den 60er, 70er Jahren, oder will ich eine neue Qualität erreichen? Und da komme ich nämlich auch zu der Frage, was bedeutet es eigentlich, billiger bauen zu wollen? Ja, ich habe nichts gegen billiger. Aber ich finde, es muss immer ein Mindestmaß an Qualität dabei sein, und da zitiere ich jetzt mal den BDA. Serieller Wohnungsbau zur Errichtung von bezahlbarem Wohnungsbau muss aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernen und heutige Bedürfnisse berücksichtigen. Innenentwicklung vor Außenentwicklung, kleinteilige innerstädtische Grundstückslagen, Altersgerechtigkeit, Integration in bestehende Infrastruktur, Akzeptanz in der Bevölkerung. Und dann sehe ich, dass die Gesetzesnovelle genau an diesen Punkten eigentlich dahin arbeitet und dass es am Ende zusammenpasst. Nur, wir dürfen nicht der Meinung sein, mit seriellem Wohnen hätten wir die Möglichkeit, sozusagen ganz schnell Wohnbau oder Wohnungen zur Verfügung zu stellen, sondern bei dem modernen seriellen Bauen geht es darum, mit einfachen Mitteln, mit Typen, möglichst vielfältiges Wohnen und Bauen zu ermöglichen. Und das ist der Kernpunkt. Und ich denke, wir sind eigentlich auf einem guten Weg und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Sehr geehrte Frau Förster-Heldmann, ganz herzlichen Dank. Glückwunsch zum ersten Auftritt. Rekordzeit heute Morgen angefangen, jetzt schon die erste Rede.
Chapeau. Danke schön. Meine Damen und Herren, es liegt mir keine Wortmeldung mehr vor. Dann können wir den Gesetzentwurf der Landesregierung nach der ersten Lesung in den Wirtschaftsausschuss überweisen zur weiteren Beratung und Vorbereitung der zweiten Lesung. Dem widerspricht? Hallo. Wir sind noch in Sitzung. Dem widerspricht keiner. Ist das so beschlossen?